Hallo, ich erzähle euch heute was zu offenen Online-Kursen und zwar, wie ihr sie plant und umsetzt. Das ist nicht ganz so einfach zu machen, weil kein Online-Kurs ist wie der andere. Es gibt Kurse, die sind sehr kurz, die sollen nur kurz was erklären, was man sich in einer halben Stunde angucken kann. Es gibt Kurse, die dauern über mehrere Wochen oder ein Semester lang. Und auch die Umgebung, das Lernmanagementsystem, in dem man Kurse üblicherweise einbaut, die sind sehr, sehr unterschiedlich. Deswegen habe ich beschlossen, ich möchte mir drei Aspekte rausgreifen, die ihr beim Anlegen von offenen Online-Kursen und beim Planen beachtet. Das erste, das ist noch nicht mal so unterschiedlich zu anderen Kursen, also auch wenn die jetzt nicht offen sind, ist, dass man kompetenzorientiert plant. Dass man überlegt, was soll die Person denn hinterher für Fähigkeiten oder für Fertigkeiten haben, welche Probleme sollen gelöst werden können, solche Fragen sich zu stellen und nicht zu fragen, was soll alles rein in diesen Kurs, welche Inhalte will ich vermitteln. Danach nicht fragen, sondern welche Kompetenzen sollen vermittelt werden. Das Ganze in der Theorie heißt Constructive Alignment. Da geht man davon aus, dass man sagt, okay, wir haben ein Lernziel, ein Lernergebnis. Und um dieses Lernergebnis zu erreichen, muss ich bestimmte Schritte ausführen. Das sind die Lernaktivitäten. Und das ist eigentlich das umgedreht Gedachte, ich möchte ein Ziel erreichen, wie komme ich da hin? Und parallel dazu überlegt man sich eben auch, wie kann ich denn überprüfen, dass dieses Lernziel erreicht wurde? Und das ist eigentlich der schwierigste oder der konzeptionell wichtigste Teil, der auch ebenfalls für jeden Lerninhalt anders ist. Also dreht das Ganze um. Formuliert die Lernergebnisse gut. Lernergebnis heißt, ein gut formuliertes Lernergebnis heißt nicht, die Person soll die Planeten im Sonnensystem wissen oder so, sondern ein gutes Lernergebnis wäre sowas wie, die Person kann die Lernergebnisse aufzählen, die Planeten im Sonnensystem aufzählen und sie in die richtige Reihenfolge bringen. Also wirklich konkret werden und auch richtig formulieren. Danach die Aufgaben zu konzipieren, wie kann ich denn das überprüfen, indem man zum Beispiel so ein Schiebespiel macht oder sowas. Und dann die Lernaktivitäten planen, damit die Person diese Aufgabe auch lösen kann. Ich will auch nicht verschweigen, dass es an diesem Modell und an diesem sehr einfach klingenden Vorgehen auch Kritik gibt. Also es gibt das Kritik zum Beispiel, dass man natürlich sich, wenn man sagt, ich möchte ein Lernergebnis vorgeben, dass dann die Lernenden keine eigenen Lernergebnisse und Lernziele mitbringen können. Das ist je nach Lernszenario zu hinterfragen. Also sollen die Lernenden mit ihren eigenen Lernzielen reinkommen. Und es ist sehr output-orientiert. Also ich möchte, dass die Person am Ende ein Lernergebnis erreicht hat und ich werde sie zu diesem Lernergebnis bringen. Und egal, das ist so dieses Teaching to the Test, also man lernt eigentlich nur darauf hin, diese Aufgaben lösen zu können, ist auch je nach Lerngegenstand nicht immer die beste Variante. Die zweite Sache, die ich bei offenen Online-Kursen vor allem angucken muss, ist, dass sie skalierbar sind. Was heißt skalierbar? Skalierbar heißt, die Kurse müssen funktionieren, egal ob da zwei Leute dran teilnehmen oder 20.000. Ja, also wenn ich einen offenen Online-Kurs ins Netz stelle, kann es passieren, dass sich entweder nicht viele dafür interessieren oder eine sehr spezielle Gruppe sich dafür interessiert. Dann ist es schwierig zu sagen, okay, ich mache da eine Gruppenarbeit für 20 Leute und du hast gar keine 20 Leute oder du hast 24, was mache ich mit den anderen Vieren? Das ist eine schwierige Sache. Und auf der anderen Seite möchte man nicht, dass wenn 200 oder 2000 oder 20.000 Leute in diesem Kurs drin sind, dann möchte man als lehrende Person nicht Sachen händisch korrigieren, für jeden einzelne Person das machen. Wie kann man das nun machen? Also Good Practices bei uns aus der Technik ist erstmal, aus der Praxis ist so, erstmal die technischen Kapazitäten zu prüfen. Wenn ich einen offenen Online-Kurs habe, dann darf dieser nicht zusammenbrechen, wenn da 100 Leute drin sind. Wir haben das zum Beispiel gehabt in einem Kurs zu Netzwerksicherheit, wo wir auch ein paar Aufgaben auf dem Server alle haben ausführen lassen. Und da musste so ein bisschen Arbeitsspeicher nachgeliefert werden. Das ist in der Regel kein Problem, aber einmal kurz mit dem Admin sprechen hilft da wirklich weiter. Das Wichtigste ist einfach, Sachen zu automatisieren. Ja, also wenn ich eine Wissensabfrage habe, dann ist es keine gute Idee, dass die Lehrenden die korrigieren müssen händisch, sondern man packt die in einen Multiple-Choice-Quiz, in einen Text, in einen Lehrtext, in einen Lückentext oder in eine andere Aufgabenform. Und das ist eigentlich so, ich sag mal, der hartnäckigste Punkt an solchen Aufgaben ist,
herauszufinden, wie kann ich das denn automatisieren und auf der anderen Seite trotzdem kompetenzorientiert lassen. Ja, also wie muss ich denn Fragen stellen, dass man jetzt nicht einfach nur raten und wild rumklicken kann und dann trotzdem zeigen kann damit, ich habe diese Aufgabe verstanden. Und was bei uns auch immer sehr gut funktioniert, ist, die Leute miteinander arbeiten zu lassen, sich Peer-Feedback zu geben. Eine ganz simple Sache ist, im Forum zum Beispiel zu sagen, meinetwegen arbeite ein Projekt, lade dieses Konzept von dem Projekt im Forum hoch und kommentiere zwei andere Projektkonzeptionen von deinen Mitlernenden. Das ist so eine Sache, die funktioniert sehr gut, die funktioniert, sobald zwei Leute in diesem Kurs drin sind. Und geht auch immer noch, wenn es 2000 sind. Nun heißt offene Online-Kurse planen und umsetzen. Ich würde dann gerne auch noch über die Möglichkeit sprechen, Präsenz reinzubringen, weil Präsenz das ist, was was viele, viele Kurse wirklich spannend und interessant macht, was die Leute zusammenbringt und eigentlich das ausmacht, was in einem zeitgemäßen Bildungsangebot ja doch irgendwie nötig ist. Also ich muss es jetzt nicht für jeden kleinen Kurs machen. Manchmal reicht es auch, ich habe was gelernt und kann das sofort anwenden. Aber gerade bei ich sag mal, Lernergebnissen, die ein bisschen komplexer sind, ist es ja gut, auch mal mit den Mitlernenden zu reden. Das Ganze nennt sich Blended Learning. Das heißt einfach, ich habe einen gewissen Teil, der ist online und ich habe einen gewissen Teil, der findet in Präsenz statt. Und um das zu planen, ist es einerseits sich zu fragen, okay, brauche ich denn überhaupt die Präsenz? Also mache ich eine Präsenz nur, weil sie im Lehrplan steht? Ich meine, wenn sie da fest drin steht und gesetzmäßig eingeschrieben ist, komme ich nicht drum rum. Aber ist es denn jetzt wirklich nötig, Leute zusammenzubringen dafür, dass sie nachher wieder einen frontalen Vortrag hören müssen? Das können sie auch zu Hause machen. Möchte sich die Community vielleicht treffen? Das ist eine Sache, weshalb ganz oft Präsenzen stattfinden. Nicht etwa, um eben einen Vortrag zu hören, den man genauso gut im Internet gucken könnte, sondern eben zu sagen, man will sich auch mal kennenlernen, man will sich austauschen. Vielleicht ist auch der Hintergrund von den Personen noch interessant und solche Sachen zu machen. Und die wichtigste Frage ist dann, wenn ich diese Präsenzzeiten einplane, wie nutze ich diese optimal? Also ich möchte dann eigentlich nicht noch weiter Wissensvermittlungen stattfinden lassen, sondern die Lernenden dann in den Arbeitsmodus zu bringen, sich auszutauschen zu können, vielleicht auch einfach ein paar praktische Sachen anzufassen, ne? Also Laborarbeit ist sowas, das kann man online sehr schwer simulieren und sich da einfach mal reinzuarbeiten. Gut. Ich habe noch, ich glaube, 4 Punkte sind es, was offene Online-Kurse so ein bisschen besonders machen. Die eine, die hatten wir vorhin schon, das ist die Skalierbarkeit. Eben dadurch, dass ich im Online-Kurs für alle Menschen öffne, weiß ich nicht, wie viele da kommen, damit muss ich umgehen können. Wenn ich einen offenen Online-Kurs mit einem geschlossenen Online-Kurs vergleiche, in der Lehre oder in der Schule oder in der Hochschule, ist es so, dass ich weniger Ausnahmen vom Urheberrecht habe. Ja, also im Rahmen einer Hochschulveranstaltung, die nicht aufgezeichnet wird, die nicht ins Internet rausgeht, sondern nur in einem Hörsaal stattfindet, darf ich Sachen zur Veranschaulichung zeigen, die von § 60a, ist es glaube ich im Urheberrecht, abgedeckt sind, um die zu behandeln. Das darf ich dann im Internet eigentlich nicht, also ich darf es im Internet nicht tun und muss deswegen anderen Regeln folgen. Das ist in weniger Fällen ein Problem, als man so denkt. Man muss es aber vorher wissen. Eine Sache, die oft unterschätzt wird, ist, dass man seine Zielgruppe finden muss. Also in einem normalen Lernangebot, das nicht offen ist, das in der Schule stattfindet oder in der Uni stattfindet, da gibt es Studentinnen und Studenten, die haben das in ihrem Lehrplan stehen, dass sie zu dir kommen müssen. Oder Schülerinnen und Schüler, die müssen sowieso Mathe in der 3. Klasse machen. Wenn ich jetzt aber sage, ich mache Netzwerksicherheit für alle, dann müssen erstmal die allen verstehen, dass sie gemeint sind, dass es was für sie sein könnte. Vielleicht als ein Beispiel bei uns aus der Praxis, wir hatten einen Online-Kurs zu 25 Jahre Deutsche Einheit. Hochkarätig aufgestellt, tolle Inhalte, tolle Speaker. Aber es war schwer, da jemanden zu finden, der sagt, das interessiert mich jetzt. Ne? Also nicht, dass es keinen interessiert, sondern es ist die Frage, wann betrifft es dich so, dass du sagst, du möchtest an einem Kurs teilnehmen.
Da muss man dann über Museen gehen, die sich mit der Trennungsgeschichte Deutschlands befassen und solche Sachen. Und das liegt nicht so nahe, da Leute zu erreichen. Und ich finde auch jahrelang danach nehmen doch Leute an diesem Kurs teil, weil der weiterhin bereitsteht, einfach weil sie ihn später entdecken. Sie haben nicht gewusst, dass es diesen Kurs gibt. Und das war am Anfang schon angeklungen, man muss bei offenen Online-Kursen berücksichtigen, und das ist meiner Meinung nach ist das ein Feature, dass die Leute mit individuellen Lernzielen kommen. Man hat einen Kurs geplant, man hat ihn ins Internet gestellt, der ist didaktisch aufgestellt, und man sagt, wenn man den von vorne nach hinten so macht, ist er perfekt und man hat alles gelernt, was man sich so am Anfang gedacht hat. Und dann kommen aber die Lernenden und sagen, auch Kapitel 4, das finde ich nicht so interessant, ich mache nur Kapitel 1, 2 und 3. So. Das ist vollkommen okay. Ich finde, das ist kein Nachteil und würde dann auch nicht von einem gescheiterten Angebot sprechen, sondern manchmal kommen die Leute dann einfach mit ihren Vorstellungen in so einen Kurs rein. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit und ja, wenn es noch Fragen sind, gerne.